Hallo, mein Name ist Dr. Johannes Matiasek. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie. Unser heutiges Video dreht sich um das Thema Facelift. Muki, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Mit dem Alter lässt die Elastizität der Haut im Gesichtsbereich nach und die Grundstrukturen senken sich zunehmend ab. Wenn man sich vorstellt, die jugendliche Gesichtsform entspricht einer V-Form, die etwas alternde Gesichtsform eher die einer Pyramide. Und Ziel muss es sein, hier wiederum mehr an die V-Form heranzukommen. Sehr lange kann man das mit nicht-operativen Methoden durchführen. Hier fällt auf jeden Fall Hyaluronsäure hinein, auch Botox hinein, Fadenlifting, wo man eben die Haut ein bisschen wiederum anheben kann und so diese V-Form wiederherstellt. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist allerdings mit nicht-operativen Methoden nichts mehr zu machen, weil einfach zu viel Hautüberschuss da ist oder die Fettgewebsstrukturen im Gesichtsbereich zu weit abgesunken sind. Und hier ist es dann sinnvoll und notwendig, ein Facelift zu machen, damit wir ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Bei der operativen Gesichtsstraffung, also dem Facelift, wird ein Schnitt gesetzt vor dem Ohr, ganz knapp davor und hier ums Ohrläppchen herum, damit ich die abgesunkenen Strukturen aus der Tiefe wieder anheben kann und gleichzeitig die Haut straffen kann. Bei der Operation kann ich dann auch den Hautüberschuss wegnehmen und so ein jugendlicheres Bild erzeugen. Beim modernen Facelift ist es wichtig, dass man nicht nur die Haut strafft, sondern auch die Grundstrukturen anhebt und diese am sogenannten SMES fixiert. Somit können wir ein langanhaltendes, aber natürliches Ergebnis erzielen. In vielen Fällen ist es notwendig, dass man auch eine Halsstraffung in Kombination mit dem Facelift durchführt, um ein einheitliches Bild zu erzeugen und den Hautfettüberschuss am Hals wegzubekommen und hier wiederum eine kantigere Form zu erzeugen. Der Eingriff an sich dauert circa 4 bis 5 Stunden, abhängig vom Ausmaß, was alles zu tun ist. Oft kombiniert man, wie gesagt, den Facelift mit einer Halsstraffung, aber auch mit einer Ober- oder Unterlidstraffung, um ein perfektes Gesamtbild zu erzeugen. Der Eingriff an sich passiert immer in Narkose, wobei das auch ein tiefer Dämmerschlaf sein kann. Der Aufenthalt in der Klinik sollte zumindest eine Nacht betragen, um eine mögliche Nachblutung auszuschließen. Nach dem Eingriff kann man davon ausgehen, dass die Schwellung zumindest 2, 3, vielleicht auch 4 Wochen andauert, dann zunehmend sich reduziert. Sinnvoll ist es, in den ersten 2 bis 3 Wochen eine Kompressionsbandage zu tragen, um diesen Schwellungsrückgang zu beschleunigen. Eine häufige Frage ist auch, wann man sich wieder in der Öffentlichkeit nach einem Facelift zeigen kann. Auch das ist individuell abhängig, wie schnell die Schwellung zurückgeht. Ungefähr sind das 2 bis 3 Wochen, die man eher nicht unter Leute geht. Wie bei jedem Eingriff kann es auch bei einem Facelift Komplikationen geben, die zum Glück sehr selten sind. Hier sprechen wir von Blutungen, Nachblutungen, sehr selten Infektionen, Wundheilungsstörungen und ganz selten im Gesichtsbereich von Nervenverletzungen, die man in aller Regel durch präzises Operieren ausschließen kann. Die Narben nach einem Facelift sind nach Abheilung so gut wie unsichtbar und erkennt man nur, wenn man sehr genau hinsieht. Die Kosten für ein Facelift sind natürlich abhängig vom Ausmaß der notwendigen Operation, beginnen aber circa bei 7.000 Euro.
Wenn Sie mehr Fragen zum Thema Facelift haben, schauen Sie in die Infobox. Hier sind alle Informationen nochmals kompakt zusammengefasst.